Es wird wieder mal bestellt im neuen Jahr für mich. Drei meiner Teamfreunde, Angestellten, bestellen für mich etwas zu essen. Das beste, mittel- und schlecht bewertetste von irgendwas. Ich muss rausfinden, wer das bestellt hat, was das beste, mittlere, schlechte ist und gebe meine eigene Meinung auch noch ab. Kennt ihr sicherlich das Format. Ihr lasst natürlich ein Abo da, wenn wir 2 Minuten haben, dann kriegt ihr den Kanal von DreamBam. Also macht das dieses Jahr. Dieses Jahr ist wirklich soweit. Hat was mit den Hauptvideos zu tun, wenn ihr abonniert. Sag ich es einfach so. Gar nicht mit Drew abgesprochen. Ich Drew. So, tschüss. Hallo, Dustin, Julian und ich haben uns auf die Suche gemacht und die cutesten Restaurants rausgesucht. Ich habe hier eins gefunden, was sich scheinbar auf Baklava und türkische Süßigkeiten spezialisiert. Wir mixen uns hier heute was zusammen und fangen an mit dem Soup Angle Schokopudding Törtchen. Keine Ahnung, was das ist. Oh, nehmen wir ein Stück für 4,50 Euro oder 6 Stück für 26,90 Euro. Wir nehmen eins. Und machen dann einfach mal weiter. Wir gehen hier einfach mal durch. Premium Schnittkuchen, Schokolade 4,50 Euro. Baklava Natur 7,50 Euro. Lahmacun. Kommt auch noch mit da rein. Ein Halka. Keine Ahnung, was das ist. Damit habe ich mich bisher wirklich zu wenig auseinandergesetzt. Außerdem nehmen wir noch einen Premium Schnittkuchen Erdbeer. Das ist super. Oh, Premium Schnittkuchen Waldbeer. Der ist lila. Meine Hassfarbe. Und man kann tatsächlich auch ganze Torten bestellen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ihr dazu steht, wenn ich uns jetzt noch eine Premium-Torte Pistazie dazu bestelle. Wie teuer ist die? 26,90 Euro. Ich guck mal gerade, ob ich die für den Mindestbestellwert brauche. Ich muss einen erreichen von 30 Euro und Lieferkosten von 5 Euro muss man zahlen bis ein Bestellwert von 60 Euro. Nehmen wir noch eine Torte dazu. Premium Torte Pistazie, 26,90 Euro. Und ich glaube, einfach weil ich jetzt einen Warenkorb von 62,70 Euro habe, schmeiße ich einfach ein paar von den Sachen wieder raus. Aber ich weiß nicht, irgendwie das 2,80 Euro Lahmacun muss schon drin bleiben. Oder? Den Premium-Schnittkuchen Erdbeer weg. Mist. Den Premium-Schnittkuchen Waldbeer tun wir weg. Oh shit. Und komm, den Premium-Schnittkuchen Schokolade tun wir auch weg. Dann haben wir ein bisschen was von allem und eine Premium-Torte-Pistazie für 50 Euro. Ich bestelle das jetzt. Und jetzt kommt Düs. Hallo, ich habe eine super tolle Gaststätte, die Gerichte hat, die nach Omas Art sein sollen. Das steht auf jeden Fall im Namen mit drin. Erstmal so ein bisschen durch die Kategorien. Es gibt natürlich die klassischen Schnitzelgerichte, die es bei Oma natürlich auch immer gibt. Und dann ist es anscheinend eine Oma, die viel rumgekommen ist, weil ja, es gibt indische Gerichte bei diesem Laden. Aber ich habe was ganz Schönes gefunden. Und zwar gibt es hier eine Kategorie, die Wraps, Baguettes, Hot Dogs, Hacksteak heißt. Und Hacksteak ist natürlich Premium. Und es gibt hier 2 Stück. Und das eine, also ich bin noch ein bisschen am überlegen, welches ich nehme, weil das eine ist Schweinehacksteak Gladbacher Art. Eigentlich muss es das ja werden, aber das andere klingt so übertrieben lecker. Und zwar Hacksteak à la Meier. Und das mit Schmorzwiebeln und Spiegelei. Ich glaube, das muss es werden. Das klingt einfach zu gut. Das mache ich mal rein. Es gibt auch vegetarische Gerichte bei Oma. Das gab es bei meiner Oma nie. Da ich übertrieben Hunger habe, werde ich mir da natürlich auch noch was mit dazu bestellen. Und zwar gibt es eine Veggie-Currywurst mit Pommes. Und da habe ich natürlich richtig Lust drauf. Die packe ich mit rein. Und dann sind wir bei 19,75 und das reicht schon für den Mindestbestellwert. Und jetzt kommt Julian. Hallo, ich bin auch leider wieder dabei und ich bestelle heute mal für Freddy was ganz Feines. Und zwar habe ich einen Laden gefunden, der so Steaks und tolle Burger anbietet, aber auch eine richtig geile Grillplatte. Da sind nämlich Frikadellen, ein Hähnchenspieß, Lammskotelett und ein Hüftsteak dabei. Ich glaube, das finde ich ganz geil. Und da gibt es noch eine Menge Beilagen von diesen endlos vielen Beilagen nehme ich aber, glaube ich, nicht die Bratkartoffeln, sondern Knoblauchpommes. Ich glaube, die sind ganz geil. Und dazu nehme ich noch einfach als Beilage für diesen Mindestbestellwert noch einen gemischten Salat. Das kommt, glaube ich, auch ganz nice mit einem Essigöl-Dressing. Da freut er sich bestimmt. Dann sind wir bei 31,90 und dann war es das auch eigentlich schon wieder. Und als nächstes kommt dann Freddy. Es wurde bestellt und ihr seht schon, diese beiden Teile hier sind nicht von meiner Kochmarke Fivi.gg, aber vielleicht werde ich ja gleich was brauchen, falls ihr auch noch was für eure Küche braucht. Auch in diesem Jahr kauft doch gerne ein. Ölkanne, Messer, alles Mögliche ist immer mit dabei. Jetzt geht's los zur ersten Bestellung. Ich bin bereit. Julian ist heute der Slider. Da steht eine riesige Box. Ich sehe das von hier. Ich möchte kurz betonen, ich hasse euch alle wegen dieser riesigen Box, die da steht. Kann ich jetzt schon sagen. Erste Bestellung geht's doch. Au! Oh, kraftvoll. Die haben so angedockt. Oh, das ist wie... Oh!
Oh, ey. Jetzt ist Timo gerade krank. Jetzt ist unsere Prakti oben, Milena, die jetzt gerade schaltet. Danke, Milena. Aber wir eigentlich bräuchten wir Prakti ja hier unten, damit, wenn wir reinsliden, hier so gefegt wird wie in Olympischen Spiele, damit man mal richtig geile Prakti-Aufgaben hier erledigen kann. Aber nein, man wird direkt wieder in wichtige Aufgaben eingebunden. Und wenn irgendwas schief geht, dann könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben. Danke, Milena. Erstmal ein Fashion-Salat. Vielen Dank. Ich weiß jetzt schon, von wem es ist. Ist mir klar. Wir haben Salat bestellt. Ich verstehe die Message. Wir haben schön groß geschnittene Gurken. Wir haben 3 bis 4 Zwiebelringe, die nur auf eine Panade warten. Das ist per se schon vorbereitet mit so einem leichten Essig-Touch. Nochmal ein 1/8 Paprika. Finde ich ja immer toll. Dann haben wir in der Ecke noch so einen dicken Zeh Feta einfach nochmal reingelegt bekommen. Unten nochmal ein bisschen dieses rote Salatzeug, was so jeder nicht gerne mag, weil das nur bitter ist. Aber das diversifiziert ja den Salat im Look farblich. Deswegen finden das Leute immer toll, die sagen, lecker, heute freue ich mich auf einen Salat. Ist mir sowieso suspekt. Deswegen höre ich jetzt auch auf zu labern und esse dann diesen wunderbaren Salat, wenigstens mit Essig und Öl. Und sag, wow, das schmeckt wie ein Salat. Vielleicht kann ich mich auch weiter begnügen an der, nur der Strunk ist abgeschnitten, noch ungefähr handflächengroßen Tomatenscheibe, die man ja gerne auch mal vergenussferkelt, indem man sie genüsslich von der Seite wegzürzelt. Das ist das Gleiche mit einem Senfdressing. Von mir eine 2,5, ist ein ganz normaler Salat. Pommes mit... Was ist denn das für eine kranke Scheiße? Wir haben einmal einen Adana-Spieß gefühlt. Chicken. So Chicken. Eine Lammkeule. Dann noch mal so ein bisschen Hühnersoßenfilet und dann noch so ein Flanksteak. Erstmal kurz zu den Pommes. Die sehen tatsächlich wild gewürzt aus. Die haben überall so kleine Punkte. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, so ein bisschen sieht man es. Die haben überall so ganz kleine, feine Punkte drauf, als wäre so die wildeste Salzschicht darüber geflogen, wie so ein Sandsturm aus Salz. Holy shit, schmeckt das scheiße. Ich habe noch nie eine Pommes ausgespuckt in meinem Leben. Ich bin 31, fast 32 und habe jetzt gerade das erste Mal in meinem Leben eine Pommes aus meinem Mund genommen, weil das so bitter und widerlich schmeckt. Das war wie so ein 30 Tage nicht gewaschener Fuß, wenn jemand langsam den Zeh so in deinem Mund macht. So stelle ich mir das vor. Das war ungefähr das Level von Ranz, was gerade den Einklang in meinem Mund gehalten hat. Mann, freue ich mich, 5 verschiedene Fleischsorten, die einfach in so ein Ding gedonnert wurden, jetzt in meinen Mund zu stecken. Und du wirst wahrscheinlich die ganze Nacht wild zu kacken mit irgendwelchen Adern, die aus meiner Stirn ploppen werden. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Was ist das für ein Laden? Das kannst du nicht machen, das ist nicht legal. Ich habe gerade dieses Stück von dem Hackfleisch in meinem Mund gehabt. Machen wir jetzt mal Folgendes. Seht ihr das, wie das wieder die Form zurückerlangt? Ich probiere es mal zu zerdrücken, ganz normal mit der Gabel. Ich komme da nicht durch. Es nimmt wieder seine Form an. Es ist wirklich wieder so groß gepoppt. Ey, das ist nicht okay, Mann. Ich will nicht Chicken davon essen. Dann habe ich bestimmt irgendwie hier so Salmonellen, Legionellen, die ganze Nummer. Ich probiere das Steak. Ist das einverstanden von allen Bestellern, Bestellerinnen? Ist das okay, wenn ich nur das mache? Ich will wirklich keine krasse Lebensmittelvergiftung. Ist dieses dünne Steak bitte durchgebraten? Das ist knapp. Das ist wirklich, das musst du nur auf mal Hitze legen. Das sammelt Wasser, wenn das einfach in dieser Box ist. Wie kann das schon Knorpel enthalten? Bah, das ist nicht essbar. Das ist so voll mit Knorpeln, ranzig. Das kannst du nicht verdauen und darfst du, glaube ich, auch nicht verdauen. Das, nee, das ist eine Null. Null, 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 null. Also wenn das nicht das Schlechteste ist, mache ich mir wirklich Sorgen. Damit. Oh. Ihr wisst gar nicht, was da mit so einem leichten Rülpser gerade in meinem Mund an Flavor kam, von nur reingebissen, nicht mal wirklich runtergeschluckt bis auf den Salat. Das ist eine Lebensmittelvergiftung. In einer Bestellung. Wer das denn? Das denn? Ja, mal gucken. Jetzt habe ich richtig Lust auf eine zweite Bestellung. Ach, die große Box. Holy Shit, hat der Junge Kraft. Okay, das habe ich im Vorbeigehen gesehen. Jetzt kann ich endlich mal komplett reingucken. Ich zahle das ja, ne? Ich glaube, unter der Prämisse wurde das hier auch bestellt. Ich zeige euch mal, was hier drin ist. Stellen wir doch mal eine ganze verf***te Pistazientorte. Da sind Pistazien dran. Ich würde mal schätzen, dass es das ist. Ja, danke schön für den Kuchen. Noch habe ich nicht Geburtstag. Was ist das? Türkische Pizza, ne? Ja. Einfach so in so einer Backtüte. Kalt, aber lecker. Sieht aus wie ganz viel Schokolade mit so Schokospänen. Sieht aber geil aus. Ist auch ganz viel noch von da drin. Oh, das ist wieder mit so unfassbar viel Zuckerwasser gemacht.
Mmh. Boah, boah. Ein Churro mit Zuckerwasser. Der glänzt von innen, als wenn man so die Eisprinzessin von Disney höchstwahrscheinlich in die Schulter beißt, wenn die Alte wieder wegläuft, weil sie irgendwie so eine Krise schiebt. Ich bin Schlotz. Ich habe den zweiten Teil nicht mal gesehen, erst noch nicht. Churros sind gut, aber das ist der bessere Churro. Weil wenn du hier so auf Halbzeit bist, dann schmerzt dir wirklich dein Körper. Und ich glaube auch fest daran, wenn du so 3 Stück davon hast und du wirklich so nicht mehr sicher bist, ob du das alles noch willst, wenn du die 3 aufisst, dann fallen dir beide Beine ab und du kannst dem Diabetes live zugucken, wie er über die Hüfte wandert, hoch Richtung Hören. Boah, mir geht's gleich richtig schlecht, wenn ich ins Bett gehe heute Abend. Ui, 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 ui. Sehr lecker. Türkische Pizza übrigens mal kurz, um das abzufrühstücken, damit wir jetzt hier nicht ganz durcheinander kommen. 3,5. Das hier ist ganz klar eine 4,8. Das ist ja kurz vor Perfektion. Das ist ja nur, mein Hals brennt, weil ich das gegessen habe. Mein f***ing Hals brennt. Ich spüre Sodbrennen von oben gerade anfangend und unten gleich wiederkommen. Ey, das ist ja nur geil. Was ist das hier, wo wir hier bestellen können? Lecker. Da ist ja noch was drin. Oben so ganz feine Schokoladenraspeln, dann so ein Schokopudding und hier kommt jetzt wie so ein Teig noch, der da drin ist. Boah, guck mal, sieht man das? Ich schau mal. Da sieht aus wie so Oreos, die ganz lange da unten drin lagen. Mmh. Boah, 5 von 5 Schokoerlebnis, sage ich. Das ist top für Schokofans. Geil. Hat jemand von euch Geburtstag und ich habe das vergessen? Ju! An dem Tag, wo wir drehen, das kommt im Januar. Jetzt ist November gerade. Achte, pink in der Mitte. Ist das mit so Lachsfüllung oder so? Kommt jetzt noch der große Prank am Ende oder sowas? Pistazie-Erdbeer, lecker. Wie so Buttercreme, finde ich immer schwierig. Pistazie kommt aber ganz gut durch. Sehr leckeres Törtchen. 4 von 5, finde ich lecker. Auch wenn mein Bankkonto ist, wahrscheinlich geblutet hat. Tradition. Wie, den brauchen wir noch? Ach du Alter. Gurkensalat, normaler Salat. Das war so geil gerade. Warum macht ihr das? Okay, 2 dicke Würste, wo noch die Soße draufgelegt wurde. Currywurst dementsprechend höchstwahrscheinlich. Wichtig immer, mit einer sehr schmal gefrästen Zitrone dabei. Erinnert an Irokesen, radikale Currywürste hier in Mönchengladbach. Und ganz wichtig, sonst ist die gute mittlere Gastro nicht zufrieden. Ein bisschen Petersilie gekrüsselt, der vor 10 Tagen geschnitten wurde, auch noch drüber gestreut. Die Knackigkeit der Wurst ist auch noch gewährleistet. Die ist so fest, dass sie noch einen leichten Bogen hat, wenn du sie aus der Verpackung nimmst. Gut, ich dachte gerade eben, das sind Pilze, aber das sind Bratkartoffeln, glaube ich. Da gehe ich jetzt als erstes mal rein, ja. Mit ultra verbrannten Zwiebeln, Spiegeleier auf so geschmorten Zwiebelchen und einer Bulette? Sag mal, was habt denn ihr hier heute angeklickt? Du kannst doch nicht einfach eine f***ing Frikadelle Zwiebeln und Eiern lassen von irgendwelchen Fremden hier. Das ist, glaube ich, nicht mehr legal, was hier stattfindet langsam. Ja, das erste Mal auch für mich, der Frikadellenstrammer Max anscheinend. Ist das eine Hühnerfrikadelle? Das ist so hell. Nicht so schlimm wie das da. Aber das ist wirklich gar nicht gewürzt. 1,5, also wegen den Kartoffeln. Das hier ist so 0, weil das schmeckt halt wirklich nach trockenem, alten Fleisch. Das schmeckt ansonsten nach gar nichts. Ach Mann, ey, das auch so in Plastik, was dann zu warm wird, zu verschicken. Und dann kannst du das nicht mehr. Da ist eine Bratwurst, da sind Karotten und Co. mit drin. Aha. Das ist eine Veggie-Wurst. War das vielleicht auch so weird von der Konsistenz her? Weil es auch Veggie ist. Schmeckt wie Hühnchenfleisch. Das schmeckt wie eine Veggie-Wurst. Die Pommes war noch nicht durch. Ich glaube, früher hat man so rohe Kartoffeln auch gegessen, damit sich der Blinddarm entzündet und man so aus Gefangenschaft freikommt. Weiß ich nicht, in welcher Gefangenschaft ich bin, aber es wird auf jeden Fall vielleicht auch mein Blinddarm sein heute Nacht nach der Pommes. Ja, auch ein einziges Drama, bin ich ganz ehrlich. Schmeckt überhaupt nicht lecker. Ich mag super viele Veggie-Sachen sehr gerne. Ich hasse Veggie und vegane Würste. Bis auf die von der Rügenwalder Mühle, diese kleinen Sachen, die sind okay. Diese Mettwurst zum Streichen auch mega geil. Aber so, wenn es um Bratwürste geht, in Veggie-Form, irgendwie immer kacke. Das macht es mir sehr schwer. Fangen wir doch mal an mit der richtigen Zuordnung, was das Beste, Mittlere und Schlechteste ist. Alleine vom Look her würde ich schwer abschätzen, dass das hier, was wir gerade hatten, Gurkensalat, werde ich mir jetzt auch wirklich nicht mehr antun, mein Magen, ganz schwierige Nummer, dass das hier auf jeden Fall die Mitte ist. Dann
würde ich sagen, das hier ist das Beste. Und die Lebensmittelvergiftung ist mir egal, ob das auch das Beste ist und der größte Witz. Das ist sowas von das Schlechteste. Ich konnte noch nie mehr unterstreichen, dass was das Schlechteste ist in einem Video wie heute. Das hier wäre meine Unterteilung des heutigen Tages. Dann kommen wir mal zu den Bewertungen. Das hier wäre, oder das hier ist, ich sage eine 3,5. Das hier ist eine 4 und dem hier, da traue ich zu, dass es eine 4,9 ist. Ich glaube, das denn wollte mir heute was Gutes tun. Das passiert ja, das kann ja nur in Extremen. Die Mitte würde ich das denn nicht zutrauen mit einer Wurst, das ist zu obvious. Deswegen, wenn das mir nämlich was Gutes tut, tut er mir immer so wie Timo was Übergutes und hat mir dann eine Torte bestellt. Weil es dann nicht so ein bisschen was ist, sondern das muss direkt drüber sein. Deswegen sage ich, das hier ist Dustin, das hier ist Nina. Da bin ich mir sehr sicher, dass die einfach mal die Rundum-Fleisch-Karate mal gewählt hat. Ich glaube, das hier ist Julian, weil der mir eins heimzahlen wollte, weil ich ihm immer so, wenn ich ihm was bestelle, so komische Fertigessen-Nachts-Sauf-Dinger kaufe. Das wäre meine Zuordnung. Nina, Julian, Dustin, schlecht, mittel, gut. Und jetzt würde ich sagen, lösen wir das Ganze mal auf und holen die anderen rein. Alle sind da, es wird gemischt. Los geht's, ja, mit dem Mischlied, yeah. Ich sag Stopp und dann sagen alle so nix, weil die sich dann zuordnen, wie die sich dann zuordnen. Es wird klar gemischt und dann geht's ab. Ich sag mal Stopp. Dann gucken wir doch mal. Und ich lag natürlich wirklich alle falsch. Mit einer Veggie-Wurst? Ich dachte... Ich habe übel Hunger. Ist eine Veggie-Wurst, ne? Ja. Ja. Das andere auch? Das andere ist ein Hackbraten. Das sind zwei Buletten einfach. Das sind einfach zwei Frikadellen, zwei Hähnchenfrikadellen. Der sind Begriff das. Ist nicht geschützt. Ja, das ist nicht. Also MC Fitti rastet aus irgendwo. Ich höre ihn schon Graffiti sprühen. Hass. Dann machen wir das doch mal folgendermaßen. Ich fange mal bei dir an. Ich habe ja alle nicht richtig zugeordnet. Was hast du denn bestellt? Beste. Ach so, das hier. Ja, das Beste, Schlechteste. Ich habe das Schlechteste bestellt. Was? Du? Meins ist die Mitte. Nicht dein Scheißernst. Nicht dein Scheißernst. Du hast nicht das Beste bestellt. Ich wollte dir eigentlich was richtig Gutes tun, aber das ging ja so nach hinten los. Holy Das sind Knoblauch-Pommes. Ist mal eine Pommes. Vielleicht später. Ist mal eine Pommes jetzt. Kleine Fleischvariation habe ich doch nicht so. Ja, die sind doch übel schlimm. Das ist doch nicht das Beste. Und der weint einfach während der Kaut. Muss ich auch essen. Oh mein Gott. Was ist das? Was hattest du denn an Bewertungen? Weißt du das? Eine 4,3. Ja, okay. Mit einer 3,5 nicht mal so weit weg gewesen. Aber in Gladbach auch irgendwie ist alles fast 4. Was ist bei dir? Düs? Ach so. Ah so. Ich bin ja noch da. Bei mir ist eine 3,1. Und du hattest? Bei mir ist ein Garnis von Garnis, weil unbewertet. Okay, dann ist es ja per se nicht das Schlechteste, sondern wir spielen hier nach den Regeln des Teams. Ah, okay. Gut, dann habe ich richtig reingeschissen die Folge und wenigstens Julians Magen hat jetzt auch noch mein Hals tut richtig. Nicht. Das ist so nicht okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und rein. Tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.